dazu beizutragen, dass es zur Selbstverständlichkeit wird, dass muslimische Frauen ihren Platz in Führungspositionen einnehmen und ihr Leben selbstbestimmt führen können, ist für mich die größte Motivation für meine Tätigkeit als Vorsitzende des Referates für Gleichbehandlung und Frauenförderung. Unsere Gemeinschaft kann es sich nicht mehr leisten, auf die Fähigkeiten und Talente der Hälfte ihrer Mitglieder zu verzichten. Frauen haben viel mehr beizutragen als das, was bislang von den Männern zugelassen wurde. Wie können wir die Diskriminierung von sichtbaren muslimischen Frauen im Alltag beklagen, wenn die gleichen Frauen in unseren eigenen Reihen oftmals genauso benachteiligt werden? Eine Gemeinschaft ist für die Herausforderungen der Zukunft nur so weit gewappnet und so weit best vorbereitet, wenn sie bereit ist, ihre Strukturen, ihre Ansichten und Verhaltensmuster zu hinterfragen und sich immer wieder aufs Neue vorzubereiten. Ich freue mich, dass wir heute am 8. März die Gleichbehandlungsstelle der Glaubensgemeinschaft präsentieren dürfen. Diese Gleichbehandlungsstelle wird die Frauen innerhalb der Glaubensgemeinschaft bestärken, selbstbestimmt Verantwortung zu übernehmen.